Ihr liebe Leid. No. Ja. Gut. Ja, jetzt. Ja, es lädt noch, aber wir sind bereit. Okay. Was heute Abend los ist, gell? Alter, Junge, Junge, das dauert ja. Yippie! Jetzt sind wir alle bereit. Naja. Wer möchte denn reden? Mit mir möchtest du reden? Echt? Ja. Madora steht da noch rum. Ja. Die ist aber dir. Ja, das war sie eben noch nicht. Genau, ich hab sie während es noch lädete dir zugewiesen. Scheiß. Hey, ist so sau sinnlos. Mal wieder. Ja, auf jeden Fall ist alles so feurig hier. Aber irgendwie kommt mir das bekannt vor. Aber hier sieht einfach zu vieles zu gleich aus, wahrscheinlich. Oh, irgendwas liegt da. Oh, es steht auf. Ein alter Sack. Ein alter Sarg. Zandalor. Ein Amulett. Aha, ihr müsst der Zauberer sein. Ach stimmt, ja, das ist der Zauberer. Drauf. Wie wär's? Aha, was hier geschehen? Bla bla, weiter. Das Schwert in die Brust. Wie wär's? Du musst nicht immer jeden gleich töten. Doch, doch. Wie wär's? Ich bin Boindil. Ich bin rasend vor Wut. Ich merk's. Hat hier auch noch einen Stufenaufstieg und wir müssen schon wieder reden. Ich glaube, erst meinen Stufenaufstieg machen. Was war denn das jetzt? Wie sinnlos. Hä, die kriegt gar keinen Punkt dazu. Was soll das bringen? Die kriegt so ein scheiß Talent. Das bringt ja wieder nichts. Hä, wieso jetzt mit der Madora? Ja, ich verstehe auch nicht. Jetzt bin ich romantisch, ich hab gar nichts geklickt. So ein Arsch, ey. Und echt kotzen. Dieses scheiß Spiel. Es nervt mich. Langsam, aber sicher und gewaltsam.
Oh Mann. Ja, wenn's doch wahr ist. Ja. Das macht mich wütend. Oder so. Schuft. Das bringt alles wieder nichts, ey, was die lernen kann. Nur Scheiße. Wozu gibt's denn diese Punkte überhaupt? Weil es dauert so lange, bis man ein scheiß Level hat und dann bringt das alles nichts. Was müssen wir jetzt machen? Kotzen. Über Homestead. Über Homestead kotzen, ja von mir aus. Hol mir da Hund, ich weiß nicht, ob das deiner ist. Ja, scheinbar. Ja klar, also der eine ist ja gar nicht da, von daher kannst du nur der von der Madora sein. Aber den anderen kann ich ja auch holen. Oder auch nicht. Später. Lad Homestead. Das allererste Mal. Oh, Tick Sucks. Ja, liest du, was er spricht? Nein. Ja, zum Kotzen. Lieber Wächter, lieber Retter, liebe Freunde. Eure Arbeit hat wichtige Frucht hervorgebracht. Eine Frucht, die uns alle retten wird. Das letzte Portal ist geöffnet. Das Portal in den ersten Garten. Weiter. Leandra und der Zwielichtige sind kurz davor, den Drachen zurückzubringen und Revelon auf den Leib zu hetzen. Aber ihr seid genauso kurz davor, sie aufzuhalten. Weiter. Hier entlang. Das Schicksal der Zeit selbst erwartet euch. Ende. Alter, da rennt er hier rum. Gehen wir mal locker. Alter, wie viele Stufen nimmt der mit einem Schritt? Oh. Versteht ja wer. Der Zandalo. Ja, ich töte ihn jetzt, da ich es eben nicht konnte. Hey, jetzt spricht er schon wieder. Ich nehme an, du kannst nicht lesen. Doch, rechts unten. Ja, gut. Aber sonst nicht. Egal, ich bin da mal weg. Wird nicht so wichtig sein. So, jetzt sind wir da. Ja, für wahr, wir sind da. We started this adventure together. Garden on the Stars. Ach, was eine epische. Final Sam. Jetzt stelle ich mal auf die andere Druckblatt drauf. Ja, ohne Druckblatt drauf. Glück. Leandra spricht. Kara Zandalor, how long it's been? It does my heart good to stand before you both one last time. Verstanden? Ja. In diesem brüchigen deutschen Englisch. Genau. Oh, und jetzt kann sie Deutsch plötzlich. Ja, das ist jemand anders. Ach so, stimmt ja, das ist ja die da ohne. Aber das sind Schwestern. Sonst Maulhalle. Forgive me for that, sister. I fear that you would do something foolish and endanger us both before the crucial moment. Uh-huh. If I had known that I already become too powerful for the end of your life to cause the end of mine, I might have spared you the indignity. Okay, weiter. Es ist also wahr. Unsere Seelenverbindung bezieht sich nicht auf unsere gemeinsame Sprache. Was? Nearly so, yes. With languages of such tremendous power sharing my tongue and mind, yours has simply loosened its grip. But we were never meant to be so joined, sister. It was only the spit and string of childhood panic that bound us. Now we are free to speak separated languages. Ich will mich nicht von euch lösen, Leandra. Das wollte ich nie.
Ihr und ich, wir sind ein Ganzes. Wir müssen die gleiche Sprache sprechen. Ohne euch bin ich schwach und ohne mich seid ihr von eurem Deutsch abgekommen, Schwester. Oh, hopp, das nervt langsam. Das Gemetzel nimmt, Opfer so viele, bla bla, Zandalor zu töten, ihn zu töten, Leandra, wie könnt ihr sagen, ihr handelt es aus meinem Antrieb, meine Schwester ist keine Mörderin, offenbar doch, weiter. If I intended to continue this wretched existence upon Rivellon, I'd agree with you, sister. But what we are about to become is greater than all of us. Certainly greater than you, me, or the wizard. Weiter. Ihr meint, ihr wollt uns vernichten? Punkt. There is a marked difference between destruction and oblivion. Weiter. You destroyed our family and left its fragments struggling for breath in your wake. I intend to erase it completely, to wipe it clean from existence. No more suffering, no more sorrow. We will all find perfect peace at last. Ich hatte nie vor, euch Unrecht zu tun, Leandra. Ich habe euch geliebt, euch beide, damals wie heute. Und bald sind wir von diesen Dingern erschlagen worden, wenn das Gespräch noch lange andauert. Nichts ist geschehen, was nicht korrigiert werden kann. Also lern endlich wieder Deutsch. Wir können neu beginnen, wir alle. Ich weiß, dass wir uns gegenseitig anständig verhalten können und auch Deutsch sprechen können zueinander. There is no speaking German again. The last kindness any of us can do for the others is to await the end in peace. You'll not find that here, raging against the machine and the void until it swallows you whole, as the guardians intend to do. If I could send them where I send you, all this would be infinitely easier. Sie schauen noch sprechen. Was meint ihr mit, wohin schicke ich euch? Ihr werdet nicht Hand an sie legen. Oder ich kann eure Seelen wiederherstellen. Nee, das. Ich rede doch nicht von Seelen. And you'll stop me, will you? They have nothing to fear from me, dear guardians. You do well to forget that while you seem to have cobbled together some recent alliance, Sandalore and Ikara are where my entire life. Weiter, weiter. I'll not see them waste their last moments throwing themselves headlong into a painful struggle with me, with the void itself. Macht, was ihr wollt. Ihr könnt uns nicht davon abhalten, die Leere und ihre Verbündeten ins Vergessen zu schicken. I'm certain you'll do your very best at least. Now then, Ikara, Sandalore, it's time for you to depart. Don't worry, be happy. I'll send you somewhere lovely to await the end. It's all over now. Spend your last moments in peace. Nein, Leandra, wartet. Ende, Ende, endlich Ende. Lauf doch, du Arsch, lauf. Stolpern, ups. Oh, du Arsch. Alles umsonst. Wir müssen das Spiel von vorne beginnen. Sollen wir mal speichern? Von mir aus, speicher doch so viel du willst. Also jede Sekunde mittlerweile jetzt, also. Okay. Lass mal das Ding zerstören, was Feuer schießt. Why not? What's this? Also sie könnten sich ruhig mal für eine Sprache entscheiden, wenn es nach mir geht. Da hätte ich auch nichts dagegen, ne? Ganz ehrlich, hätte ich nichts dagegen. Alle die Willen tickabren für den Jotemannen mit Bärden sein. Junge Chori sind Karnell. Die Elben Bärden. Junge Chori sind Karnell. Die Elben Bärden sind für den Mühr. Sind schon so viele Sekunden ohne Speichern vergangen. Hast ja recht. Oh, ein großer Schatten. Wo ist der denn? Das war der große Schatten des Speicherns. Mhm. Jetzt kannst du deinen Timer wieder resetten.
Okay. Diesmal speichert er aber lange. Ja, das denke ich auch so. Gleich kommt Speichern fehlgeschlagen und das Spiel stürzt ab. Mhm. Gleich kommt die Vignette, funktioniert nicht mehr. Ja, so sieht's nämlich aus. Oh, da unten ist was. Oh, ey, das war nicht ich. Automatisches Speichern erfolglos. Da unten ist der Prinz des Todes. Oh, schon wieder. Der Zwilling. Und Deandra. Ich glaube, du hättest eine andere Dialogoption wählen sollen. Oh ja, das ist halt dumm. Weil dann hätte Deandra nicht mitgemacht. Ja, das ist halt dumm. Aber jetzt fragt mich der Zwielichtige. Könnt ihr es fühlen, Quellenjäger? Die Leere ist so nah. Seid ruhig und ihr hört, wie sie ruft. Es hört sich fast so an wie das Todesgeröschel einer Göttin, findet ihr nicht? Ihr, der größte Feind Rivelons. Okay, so spricht Boindil natürlich nicht, aber... Ihr wart es, der die Leere freigelassen hat. Und der versucht, sie erneut zu befreien. Ah, Mann. Feind, meine Wächter, ich bin kein Feind Rivelons. Ich liebe unser Reich viel mehr, als seine sogenannten Beschützer je begreifen könnten. Jeder winzigen Kreatur und jedem großen König wünsche ich nur den Frieden. Kann ich eigentlich schon gegen die kämpfen? Du kannst bestimmt was machen und dann bricht es garantiert ab. Aber du kannst schon mal nah hinlaufen, so dich gut positionieren. Ihr seid die Kreatur, die Astarte betrogen hat. Euretwegen haben wir unserer Pflicht, die Götterbüchse zu beschützen, versagt. So sehr zur Vollkommenheit getrieben, die größte Tat, die je unternommen wurde, vollendet ist. Ich hab Leandra die ganze Zeit über als Spielfigur benutzt, oder? Wie könnt ihr Astarte, mit der ihr einst befreundet wart, einem so schrecklichen Schicksal überlassen? Wir lassen es nicht zu, es endet hier und jetzt, Ende. Oh Mann, oh. Toll. Ja, das, so macht's Spaß. Da ist ja wer grün, die Astarte. Toll, die beschwert immer noch mehr. Ist echt geil. Ja, so muss es sein. Gab's da denn zufällig noch andere Dialogoptionen? Es gab irgendwas. Mal gucken, ob wir... Das ist nichts Schönes. Alter, jo, übertreibst. Unverwundbar. Ein Prinz des Todes. Ja, du musst es verwundbar machen. Ja, ja, schon klar. Aber wo soll ich denn mit meinem Hund erstmal hin? Ja, da ist einer, der ist verwundbar. Der Zwielichtige meinst du? Nein, der Prinz des Todes. Aber der Zwielichtige umzubringen ist auch nicht schlecht. Okay. Oh. Sieht aber nicht so toll aus. Den Stufe 20 Kerl. Ja. Ich meine, verfehlt er nicht so. Ja, ich frage mich eh, so fette Typen kann man doch nicht verfehlen. Ja, ist wohl wahr. Alter, das nervt hier, dass diese Scheiße runterkommt, ey. Ja. Mal da nördlich, was ist das für ein komischer Strudel, ey. Nördlich. Im Nordosten. Ah, ja, ja, WTF. Toll, ja, ich kann ja kaum gucken, ich werde immer zurückgeschmissen. Ja, das nervt. Alter, steht hier der Chan mit dem Feuer oder warum hat er so wenig Leben? Ja, wir werden alle beschossen die ganze Zeit. Und die Prinzen des Todes kriegen natürlich nichts ab. Also kriegen es ab, aber es macht ja nichts. Alter, jo, ey. Ich schaue dauernd so Dinger über. Again. Naja, zur Not haben wir noch einen Autosave-Spielstand vor diesem Gespräch. Das dann ich versuchen würde zu führen, wenn das irgendwie geht. Ja, der war noch unverwundbar, ja toll.
Das ist natürlich echt scheiße. Alter, kannst du mal aufhören. Ja, echt, das ist so ein Scheiß. Wenn ich das ausgedacht habe, muss auch echt bescheuert sein. Macht der jetzt Tolles? Unerkundbar. Ich meinte natürlich unverwundbar. Stolpern. Jahan könnte einfach mal so Schriftrollen der Unverwundbarkeit benutzen. Wie wär's? Ja. Hat der sowas? Irgendwas hab ich da mal gelesen, aber ich glaube, das war eher ich. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber... Das wäre halt schon cool, irgendwie. Oh nee, hopp. Meinst du gar zum Klappen? 2 Runden lang. Was sind das jetzt? Starte. Ah, die hilft. Nee, hilft nicht, oder? Sollte sie eigentlich. Die war immer grün. Ja, keine Ahnung. Jetzt erkenne ich schon nichts. Na, scheint mir freundlich zu sein. Ja. Gesegnet. Ja. Trefferwahrscheinlichkeit plus 30%. Oh Mann, hopp. Lass mich, dass wir da sind. Dass man diesen Chahan da aus der Schusslinie holen kann. Das ist gleich doof. Wenn der tot ist, kann man es eh vergessen. Ja, sieht eh schon heftig aus, ey. Yippie. Ein so ein Ding hat mal den Zwielichtigen getroffen. Was war das jetzt? Oh Junge. Toll. Ja, so macht's natürlich Spaß. Hä, was will denn der mit Ziel so weit entfernt? Irgendwie ist für den gerade alles zu weit entfernt, warum er immer. Hacker. Blenden, ah, Charakter ist geblendet, das erklärt's. Wir sind jetzt mit dem Chahan, der wurde übersprungen. Toll, so kann ich schon eine dritte. Macht schon Spaß. Ja, absolut. Den zwielichtigen Tod sehen mal. Das wäre wahnsinnig geil. Jo, schlade nicht auf das. Na, ist klasse. Das können wir eh vergessen. Yippie! Das können wir auch nochmal laden. Du hast den Tod abgewehrt, 2-mal. Ich schlade, okay. Ja, von mir aus. Oh. Es müsste irgendwie klappen, dass ich das Gespräch da führen kann.